Mit dem Jahr 2000 fing ein neues Zeitalter an. Alles veränderte sich, alles wurde anders. Zwischen 1999 und 2000 dachten alle, das ist das letzte Jahr auf dieser Erde. Mit dem neuen Jahrzehnt geht die Welt unter, doch es war nicht so. Denn das neue Jahrzehnt versprach mehr als die Jahre davor. Alles fing sich an zu verändern. Von D-Mark zu Euro, Castingshows und Reality-Shows wurden in, Handys wurden immer moderner, die Zeit der Buffalos wurde out, Eurodance verschwand aus den Clubs und alles wurde anders. Vor allen Dingen aber die Musikindustrie veränderte sich immer mehr und immer mehr. Immer weniger Leute kauften CDs, denn die Zeit der Downloads war angebrochen und keiner interessierte sich mehr für CDs. Die wenigsten Leute gingen in Geschäfte, um sich überhaupt noch CDs zu kaufen, denn Napster veränderte die Musikindustrie und zerstörte gleichzeitig Musiker, denn die Musikindustrie profitiert durch den Konsum der Konsumenten. Doch durch Napster und das ganze Download-System konnten die Labels und Musiker Verkäufe nicht mehr kontrollieren und vor allen Dingen wurden unoffizielle Tracks oftmals geleakt. Das heißt, sie wurden durch einen Hacker unerwartet veröffentlicht. Und somit hatten Musiker, Labels und Produzenten keine Kontrolle mehr über die Veröffentlichung ihrer Musik. Dadurch, dass das Internet so populär wurde, hat sich natürlich extrem viel verändert und die Musikindustrie hat zu der Zeit versucht, eine Lösung zu finden, um das Ganze zu stoppen. Denn jeder wollte sein Brot verdienen und so gut Geld machen wie früher, weil in den 90ern wurden Millionen an Platten verkauft. Und das war Anfang der 2000er immer weniger möglich und das realisierten die Plattenlabels. Und sie mussten eine Lösung dafür finden. Dafür mussten natürlich neue Plattformen her, neue Wege geschaffen werden. Man musste verstehen, wie das Internet funktioniert, um Systeme zu kreieren, die das Downloaden von Musik oder die Veröffentlichung von Musik legaler gestalten. Damit am Ende des Tages die Plattenfirma was davon hat, die Musiker und der Konsument. Das war natürlich der Startschuss für viele Startups-Unternehmen. Und dadurch entstanden dann so Internetplattformen wie MyVideo, Dailymotion, YouTube, MySpace. Und MySpace wurde vor YouTube, Instagram, TikTok, Facebook gefeiert. Also Sachen wie Soundcloud und so, das kam ja alles später. Bei MySpace konntest du dir zum Beispiel ein Künstlerprofil aufbauen, mit einem Steckbrief, wo deine persönlichen Daten drin steht, die beschreiben, wer du bist, was du tust, was für eine Art Künstler du bist, was für eine Art Musik du machst. Man konnte Bilder hochladen, man konnte Lieder hochladen und es war extrem gefragt und dadurch wurden extrem viele Künstler entdeckt, weil man brauchte zu der Zeit nicht mehr unbedingt ein Label, um sich eine gängige Fanbase aufzubauen. Und das hat das Game schon komplett verändert. Durch diese ganzen Plattformen wurde der Sänger Afros bekannt. Afros, der übrigens mit wahrem Namen Ferhan Razavi heißt, wurde im Jahre 1989 in Münster geboren und hatte schon immer eine Leidenschaft für Musik. Er hörte sehr gerne R&B und Soul-Musik und sang diese auch sehr gerne nach. Schon sehr früh begann er Lieder zu covern und machte das anfangs ganz für sich und mit der Zeit, wo er dann selbstbewusster wurde, teilte er sein Talent und sein Können auch mit seinen Mitmenschen. Seine erste Studioname war als Feature-Gast in dem Song von Jizzo John und die Single nannte sich Dreht ab. Die beiden verstanden sich so gut und funktionierten musikalisch einwandfrei, dass sie sich dazu entschlossen, zu einem R&B und Rap-Dream-Team zu werden, was sich Afros und Jizzo John nannte. Die arbeiteten an unzähligen Songs, nahmen Lieder auf und dank dem neuen Zeitalter des Internets brauchten sie jetzt auch kein riesiges Label, um ihre Musik zu vermarkten, denn ab jetzt war es wirklich nur noch Musik hochladen und mit der Welt teilen. So entstanden riesige Erfolge wie Kannst du mir verzeihen, Ich lebe für dich und noch weitere Songs. Den stärksten Vertrieb, den sie nutzten, war Social Media, denn die Menschen hörten die Musik im Internet und diese wurden über MSN an Freunde weitergeleitet. Andere liefen durch Straßen und Schulhöfe mit lauter Musik rum und wenn es dem einen oder anderen gefiel, hieß es immer, schick mir mal den Song über Bluetooth und so lief das Ganze ab und somit wurden sie immer bekannter. Die Lieder wurden bekannter, der Künstler Afros und die Marke Afros wurden immer stärker und das passierte alles im Untergrund und war gar nicht Mainstream. Also Afros war nie wirklich im Fernsehen zu sehen oder in Interviews. Er hatte nicht die Medienpräsenz, die Künstler hatten, die bei einem Major-Label gesigned waren. Das, was er wirklich alles an harter Arbeit reingesteckt hat, hat sich durch das Internet wieder gut gemacht. Denn die Musik, die er gemacht hat, wurde mehr gefeiert als die Musik einiger Major-Artists. Er arbeitete hinterher noch mit einigen Künstlern und Rappern zusammen, war oft als Feature-Gast zu hören, hat aber auch sehr stark an seiner eigenen Musik gearbeitet,
gearbeitet, viel veröffentlicht. Mit der Zeit hörte man dann irgendwann auch weniger von ihm, weil er sich laut Aussagen im Internet auf seine Schule und seine Ausbildung konzentrieren musste. Doch seine Lieder haben bis heute mehrere Millionen Klicks auf YouTube, auf Spotify und anderen Plattformen. Vor allen Dingen aber das Lied Es tut mir doch so leid wurde zu seinem größten Hit. Er ist zwar nie mit dem Song in den Single-Charts gechartet, aber im Untergrund war das auf jeden Fall ein Hit und es ist einer der Songs, die eigentlich jeder kennt. Selbst wenn jemand nicht der größte F-Ross-Fan ist, kennt er diesen Song. Seine Karriere zeigt zum Beispiel, dass du nicht immer unbedingt Major sein musst, in den größten Plattformen vertreten sein musst, wie zum Beispiel in jeder Fernsehshow, in jeder Radiosendung, um musikalisch erfolgreich zu sein. Du musst mehr kämpfen, weil dir weniger geschenkt wird, weil du nicht die Euros hast, die einem Artist zur Verfügung stehen, der mit einem Major-Label gesigned hat. Aber Fleiß und Ehrgeiz zahlt sich am Ende des Tages komplett aus. Wenn man weiß, was man tut, wie man es tun muss, dann macht man es richtig. Zu der Zeit, als F-Ross am Start war, gab es keine Smartphones, es gab nicht wirklich TikTok, es gab nicht Instagram, es gab diese ganzen Plattformen gar nicht. YouTube war nicht so präsent, wie es heute ist. Das kann man gar nicht vergleichen, das war noch was ganz anderes, eine ganz andere Story. Und heute hat man es viel einfacher, als Musiker am Start zu kommen, als zu der Zeit. Und er hat bewiesen, dass man es schaffen kann. Wer weiterhin am Ball geblieben, hätte noch eine krasse Marketingstrategie ausgearbeitet, wäre wahrscheinlich heute on top gewesen. Seine Musik bleibt für die meisten seiner Fans wahrscheinlich legendär und sie werden es noch über Jahrzehnte hören. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann hinterlass mir einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal, damit du keine weiteren Videos verpasst. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wenn du wissen möchtest, wie der Sänger Ayman mit dem Hitsong Du bist mein Stern zum Star wurde, dann klicke jetzt auf das nächste Video und schau es dir in voller Länge an. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.